Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Heute werde ich euch mal die Center Map vorstellen. Ja, ich bin jetzt momentan hier auf einer der zwei großen Inseln. Die sind wirklich sehr groß, sind auch schön gemacht. Das Gute an den Inseln, die sind schön für einen Anfang. Und man hat hier gleich unten sofort Metall. Und weiter oben Metall und Kristall. So, fliegen wir weiter. Ja, wie ihr seht, gibt es auch hier einen Obelisk. Also kann man, denke ich, die Brutmutter auch hier rufen. Ich schaue mich mal schnell um. Okay, kann ich euch schnell zeigen. Ihr braucht, wie auf der Originalmap, auch hier die ganzen Artefakte. Ja, also ich habe auch noch keine gefunden. Wieder eine Höhle, Unterwasserhöhle. Ich weiß nicht, ob sie das schon in die Karte gemacht haben. Keine Ahnung, wenn ihr eine Info habt, könnt ihr das gerne unten reinschreiben. So, gut, da fliege ich jetzt hier mal rüber zum Totenkopfberg. So, da bin ich. Haben sie eigentlich ganz cool gemacht. Da kann man auch reinfliegen. Und hier ist eine von zwei Stellen, wo es Obsidian gibt. Und auch Eisen. Ja, okay, Kristall haben wir auch noch. Als Obsidian habe ich jetzt nur zwei Punkte gefunden. Ich denke, bei PvP wäre das ein sehr umkämpfter Platz hier. So, ja, mal schnell zur Größe. Also ich denke, es ist wie die Originalkarte von der Größe. Also die ist jetzt nicht größer hier, aber auch nicht viel kleiner. Man hat ganz, ganz viele Inseln für den Anfang oder wenn man große Bauprojekte hat, eigentlich sehr geeignet. Okay, jetzt lege ich mal was mehr ins Landesinnere. So, hier sind wir schon bei einem Highlight auf dieser Map. Es gibt wahnsinnig viele Biberdämme. Die sind ja sehr, sehr fleißig. Auf meiner anderen Karte im Mehrspiel auf meinem Server habe ich Glück, wenn mal ein Biberdamm da ist. Hier sind es gut 25. Nur auf der Ecke, das sind hier, ist ein Teich. Und hier oben. Ich habe bis jetzt vier gefunden und an jedem Teich bauen die Biber auch Biberdämme. Also über Zementpaste braucht man sich hier keine Gedanken machen. Das erledigen hier die Biber. Okay. Jetzt fliege ich mal in die Mitte von der Insel. Es gibt ja sehr viele Ruinen. Die sind überall verteilt. Das ist die größte hier. Also die ich jetzt entdeckt habe. Also ein richtig großer Treib kann sich hier richtig schön breit machen. Es ist sehr groß. Ich habe auch schon probiert, man kann an die Strukturen ranbauen. Also man kann das alles zubauen, wenn man das möchte. Ja, das ist so in etwa in der Mitte von der Insel. Moment. Auf der anderen Seite sind dann auch überall solche Ruinen. Die kann man schön ausbauen. Finde ich, haben sie sehr schön gemacht. Manche sind jetzt etwas kleiner, aber schön verwinkelt. Manche sind dann etwas größer. Ja, so, jetzt wäre ich noch. Es gibt auch eine fliegende Insel. Und
Zu der werde ich jetzt mal hinfliegen. So, hier mal schnell den Überblick über die ganze Insel. Es ist schon sehr groß gemacht. Gut. Hier vorne ist dann die fliegende Insel. Ja, und da sind wir da. Auch klasse gemacht. Ringsrum ist Sumpflandschaft. Die haben sie nicht vergessen. Es ist schon gigantisch. Ja, hier hinten sind noch Schneeberge. Die habe ich so noch nicht erkundet, weil mir einfach noch die Sachen fehlen. Und von Schnee hatten wir ja letztens genug. So, ich werde jetzt einfach mal in den Berg reinfliegen. Ja, so sieht es dann im Berg aus. Ja, ein Alpha-Raptor haben wir hier auch. Dem kann ich mich leider nicht anlegen, weil mein Dino echt schlecht ist. So, auch hier. Biberdämme. Ja, ich glaube, es wird gerade Nacht. Hier haben wir Lava. Wie man sieht, selbst ein T-Rex kann hier nicht durch die Lava laufen. Also es scheint schon tödlich zu sein. Ja, es ist halt sehr trostlos hier. So. Oben angekommen. Hier kann man also dann, das ist der zweite Punkt, wo man Obsidian abbauen kann. Natürlich nicht gerade der günstigste Platz. Aber es muss ja nicht immer alles so einfach sein. Ich hatte auch schon einen besseren gefunden. Mal sehen, ob ich den noch finde. Ich werde mal schnell hier rüberfliegen. Ah, hier oben gibt es noch einen Vulkan, also es sind dann doch zwei. Aber hier was abzubauen ist genauso gefährlich wie beim anderen Vulkan, also eher schlecht. Hier ist noch eine Stelle, wo man Obsidian etwas gefahrloser abbauen kann. Was ist denn hier? Aber es ist nicht viel. Okay. Jetzt werde ich auch noch mal rüber zu den Inseln fliegen, aber da warte ich noch, bis dann Tag ist. Ja, jetzt bin ich auf der zweiten großen Insel. Die ist auch gut für einen Anfang geeignet. Hier gibt es Eisen und Kristall. Maximal hat man hier vielleicht mal ein Kanu. Aber eher selten. Man sieht, alles voll mit Eisen. Dann kann man sich zum Beispiel ganz am Anfang, wenn man noch keinen Flugdinosaurier hat, ein Floß bauen. Und da kann man hier das ganze Eisen abbauen. Also ich denke, für den Anfang ist das schon okay. Gut, jetzt fliege ich nochmal hoch, um eine Übersicht über die ganzen Inseln zu haben. So. Also die sind rund um die große Insel, sind ganz, ganz viele kleine. Die sind überall verteilt, ich denke. Das sollte jeder sein Plätzchen dann finden. Manche sind auch mit Tiere, manche ohne. Je nachdem, wenn man seine Ruhe haben möchte. Oder auch nicht. Okay. Dann soll es das gewesen sein.
Und wenn ihr noch Anmerkungen zu den Artefakten habt, hier auf der Insel, ob ihr schon welche gefunden habt und wo die zu finden sind, könnt ihr mir gern unten reinschreiben. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!